Also was hier in Auschwitz geschehen und in so bedrückender Weise dokumentiert ist, sprengt die Vorstellung von dem, was Menschen anderen Menschen antun können. Es geht unter die Haut, es ist erschütternd, die Worte reichen nicht aus, um auch annähernd das auszudrücken, was man empfindet. Ich finde, und da spreche ich für den ganzen DFB, der größte Fehler, den man machen könnte, ist, dies vielleicht mit dem Alibi des späteren Geburtsdatums zu leugnen, zu ignorieren, zu verdrängen. Wer das macht, wer die Vergangenheit vergisst, der wird blind für die Gegenwart. Der deutsche Fußball und die Bundesliga haben schon alleine wegen ihrer auch in der Öffentlichkeit deutlich wahrgenommenen Existenz hier eine tiefe Verantwortung. Und das ist auch einer der Gründe, warum wir hier noch einmal in die Geschichte zurückgegangen sind. Ich glaube, dass wir mit großer Überzeugung sagen können, dass Rassismus und Antisemitismus im Fußball nichts zu tun haben. Es war eine wichtige Erfahrung für uns, hierher zu kommen. Und ich glaube auch ein wichtiges Zeichen, das wir setzen wollten, auch gerade aus der jüngeren Generation unserer Spieler, dass wir dies nicht vergessen dürfen.